Was geht ab? Ihr seid hier bei Backspin TV 1 bis 10 mit mir, Carsten. Blinch von den Orsons. Ich bin Tua von den Orsons. Hier ist Mekkes. 1 bis 10 Backspin TV. Was geht ab? Und wir machen verrückte Dinge. Backspin. Backspin. Mir wurde aufgetragen, ich soll meine Freunde verraten, die drei anderen Orsons. Der Wind, ey. Ich krieg Begriffe an den Kopf geworfen. Dass es 20 Begriffe gibt. Und muss den Jungs Punkte dafür geben, von 1 bis 10. 10 ist voll zutreffend und ich gehe auf jeden Fall mit und 1 ist, stimmt überhaupt. Als erstes geht's um Mekkes. Siebeneinhalb. Acht Punkte, sag ich, acht Punkte. Sieben. 4,8. Ja, ja. Oh, okay, da gibt's auch so ein paar Geschichten, wo ich mir gedacht habe, wow, Alter. Eins. Ich krieg die auch immer besoffen mit und dann ist natürlich Höflichkeitspunktzahl meistens dann so auf jeden Fall minus 4. Also wenn ich jetzt Mekkes so im nüchternen Zustand echt eine 9 oder sowas geben würde, im besoffenen Zustand durchaus mal eine 4,5. Da war so ein russisches Mädchen bei so einem Festival, die hat da irgendwas veranstaltet und er kannte so ein Schimpfwort und er hat es so besoffen in so einem falschen Moment gesagt, das war so ekelhaft und wir sind so weggefahren und konnten nichts mehr so klären und das war so für mich so der schlechteste Eindruck und es ist dann immer so, wenn einer unhöflich ist, ist dann die ganze Band unhöflich, das ist mir dann immer unangenehm. Aber besoffen sind wir halt wirklich richtige Wichser, aber alle. Höflichkeitspunkte der Orsons bei Besoffenheit 0, bei Nüchternheit 10. 10? Da würde ich glaube schon so 9, würde ich sagen. 9. Er ist schon so der Frauenheld bei den Orsons, da muss man schon sagen. 7,5. Geht. 4. 1. Besoffen 10? Nein, auch nicht 10. Das klingt dann so, als würde er sich prügeln und so, aber er schmeißt halt einen Stuhl. Leute, die Wodka-Apfel-Z sich mal angehört haben, das ist alles nach einer wahren Geschichte so. Also brutal auf jeden Fall, sage ich eine 9. Nüchtern und total lieb. 8. 9. 9,2. Nein. 8. 5. In der Außenwirkung 8, tatsächlich 2. 10. 8,3. 10. 1. 5. Gar nicht. 0. 8. 9. 9? Nein, sogar 10. Eloquent sage ich sogar 10. Sportlich auch, sehr sportlich. 9, 10, sowas, ja. 10. 8,1. 3. Nee, eigentlich nicht. Ich sag mal so eine 6 vielleicht. 2, wie jeder. 1. Besserwisserisch. 8. Nee, 6. Vielleicht 5, ja, so Mittelmaß, so wie man halt mit geht. Ja, 10, auf jeden Fall. Aber eher so hyperaktiv, eher so im Sinne von hyperproduktiv. So. Also wenn ich so einen halben Song mal fertig habe, hat der zwei Alben fertig. So. Deswegen, das ist jetzt nicht so im Alltag, ist das schon auch mal gechillt. So. 1. 4. Ach, das ist ein süßer Hund. Bist du denn für ein süßer Hund? Okay, Entschuldigung. 9. Ich habe das Gefühl, viele Frauen fühlen sich sehr hingezogen zu ihm. Ja, schon auf jeden Fall 9, 10. 15. 4. 7. 9, 10. Alle. Alle von uns. 3,8. Geht 7, 6, 7, so. Ist natürlich auch so eine Definitionsfrage, wie man das Wort definiert. Also er ist kein
Fashion-Label-Victim, was viele auch darunter verstehen, habe ich so das Gefühl. Da null. Fashion-Victim, so dass er sich darüber, also dass er sich schon damit beschäftigt, was er trägt und so. Oder da versucht auch Künstler zu sein, so. Da schon eher so 7, 8, so. 8. 8. 2. Na, wenn er mal Party macht, dann geht's schon ab. So, sag ich mal 8, 9, ja. 1. Nee, der ist total misstrauisch. Ich glaube eher, also leicht glaube ich 2. 3. 5. 9. 8. 3,6. 5. 1. Shit. Und jetzt kommen wir zu Cars. 6. 7. Er hat sich gebessert? 7. Zehn. Na, er ist oft auch ignorant, will aber höflich. Ja, ich sag, ich gebe eine 6,5. 10. 10. Zehn. Da gebe ich eine 7,5. 10. Zählt so Ignoranz als Zicke? Nee, oder? Nee, Zicke. Dann so eine 3. Der ist eigentlich nicht zickig. 1. 0. 8. 3. 1. Cars und die Arroganz. 1. 0. Nee, ich will immer auf alles die Ignoranz hinmünden, weil da hat er auf jeden Fall 10. Aber Arroganz. 2. Rap-Skills gebe ich ihm eine, man kann es so oder so sehen, ich gebe ihm eine 7. 1. 10, 9. Aus Solidarität zu den anderen, alle haben 9. Nö, glaube ich nicht 1. 6. 1. 10. 5. 4. 2. 6. 4. 3. Ziemlich stark. 8. 9. Überhaupt nicht. 0. 1. 6. Übelst gechillt. 3. 9. 5. 3,2. 2. Ein asexuelles Wesen. 0. 10. 10. 10. Das habt ihr alle schon selber gesehen. 10. 10. Da gebe ich ihm eine 2, weil er nimmt ja nur die eine Fashion, die er trägt. Er trägt ja nur ein Ding, also ist er eigentlich kein Victim von Sachen, die dann nur neu dazukommen. 2. Drei. Er geht so selten weg. 3. 7. Nee, 6. 10. 9. 10. Voll. 9. 10. 6,5. Überhaupt nicht. 10. 10. Oh, 10. Yeah, das war Cars. Okay, als nächstes geht's weiter mit Tour. Ich bin schon sehr gespannt. Lustiger als man denkt. Man denkt ja immer, er ist so ein Bumsgesicht, aber der ist schon sehr lustig. Eine 8 würde ich ihm geben. 9. 10. Tour ist übertrieben lustig. Also das erwartet man, wenn man vielleicht so aus Interviews und sowas kennt. Obwohl bei den Orsons ist er ja schon manchmal lustig. Aber er ist auf jeden Fall sehr witzig. 7,8. Tour ist auch sehr höflich so. Also wie gesagt, auch immer natürlich, ne, also wo er halt sich gerade befindet, aber er kann sehr, sehr erstaunlich höflich sein. Sag ich auch mal 9, 10. Auch eine 8. 8, ja 8. Das ist auch sehr beliebt bei Frauen auf jeden Fall. Ja, auch 9, 10. 2? 5. 19 auf jeden Fall, Definitur ist eine üble Zicke, richtig nervige Dreckszicke. 10, sage ich sogar.
Keine. Also zwei. Vier. Ich erzähle ja gerne die Geschichte, wie er ein kleines Kätzchen geschlagen hat, aber das war früher, mittlerweile ist er echt ein lieber brauner großer Bär. Ich sag nicht, dass er es nicht noch kann, aber er ist es nicht mehr so offensiv. Vier. Auch mehr als man denkt. Er kann schon, glaube ich, eine 10 sein, wenn er will. Auch höher als man denkt. Eine 8. Gibt sicher Leute, die sagen, dass er übelst arrogant ist. Wenn ich so seine Solo-Interviews und sowas angucke, dann denke ich mir auch immer, was für ein arroganter Wichser. Aber eigentlich ist das nicht. Wenn man ihn kennt, ist das gar nicht. Also 3. 3, 4. 10. Keine Frage. Ich sag, Tua ist einer der besten Rapper der Welt. Also ernsthaft der Welt. Der könnte alles zersägen. Jeder deutsche Rapper wird gegen ihn in einem Battle verlieren. Egal, ob es Freestyle wäre oder Texte oder so. Der fickt alle auseinander, Mann. Tua ist der Shit. Auch eine 9. Jeder, der ihn auch nur so einen Zentimeter lang anmuckt, sollte echt bewusst sein, dass er der Krasseste ist. Also wenn er wollen würde, so. 9. Das Problem bei ihm ist ja echt, dass er so keinen Bock auf Rap hat. Ich hasse es, dass er keinen Bock auf Rap hat, weil er eigentlich Jay-Z sein könnte, so in Deutschland. Der könnte mit 40 noch der beste Rapper der Welt sein, weißt du? Aber er hat leider keinen Bock. 7,3. Früher übelster Schnorrer in seiner Reutling-Phase, war er der krasseste Schnorrer. Aber wenn er Geld hatte, hat er auch immer übelst ausgegeben. Er war halt immer broke. Mittlerweile gar nicht. Er ist eher so ein Ausgeber. 3 Punkte für Schnorrer. Also wenn er nichts hat, schnorrt er. Wenn er alles hat, gibt er aber auch alles. Deswegen gleicht sich das aus. Was kommt raus? Eine 5? 8,5. Auch super eloquent, sehr intelligenter Typ, auch wenn er es nicht gerne zugibt. Obwohl manchmal gibt es sehr gerne zu. 10? Ich wusste vorhin schon nicht, was es bedeutet. Ich sage einfach auch wieder eine 5. 7. 5. 7. Nö, da 2. Das ist 9. Obwohl mittlerweile auch nicht mehr, aber ja. 9. Er liest sehr viele Wikipedia-Einträge. Er hat die meisten Wikipedia-Einträge, glaube ich, gelesen, die es überhaupt gibt. Und es versucht er auch anzuwenden, also auch eine 9. Sehr gerne die 8. Besserwisser 10. 6. 7. Mal so, 7. Kann ich schwer beurteilen, 5. 8. 8. 9. 12. 7. 5. Oh, 1. 3. Überhaupt nicht. 1. 4. 4. 9. 3. 3. 0. Mal so, 5. 6. 9. 4,5. 7,5. Überhaupt nicht. Er ist die Ordnung in Person. 2. Jetzt kommen wir zu Bartek. 10. Ich würde ihm eine 10 geben. 10. Aber manchmal ist er auch so rumnervend. Das nimmt ihm einen Punkt von lustig sein, 9 Punkte für lustig. Ein Punkt. 3. 2. 10. 8. Das ist schwierig, das so zu beantworten, aber ich schätze mal so eine 6. 10. 10. 20. 0. 1. 1. 10. 7. 30. 10. 10. 9. 3. 3. 9. 5. 10. 10. 10. 9. 4. 2. 28. 3. 10. 3. 2.
5. 8. 7. 10. 20. 10. 500. 7. 10. 10. 3. 12. 10. 15. 8. 20. 5. 3. 10. 0. Nein, 2. Sagen wir 2. 3. 50, Alter. 50. 10. 3. 5 mal 10. Unglaublich chaotisch. Bartek ist bei Bartek gibt es die Regel, dass tatsächlich jeder Auftritt, nach jedem Auftritt werden Bartek Sachen hinterher geschickt. Unser Tourmanager muss immer nochmal anrufen und sagen, hey, der Bartek hat eine Sonnenbrille und einen MP3-Player und seinen Kopf liegen lassen bei euch. Schickt ihn bitte. 12. Die Snitch Booth. Geil. Cool.